Herzlich willkommen bei Hockey 60. Ich beginne gleich mit den NLA-News. Ramon Untersander vom SC Bern ist der Spieler, der am längsten auf dem Eis steht. In diesen Playoffs bisher. Der 26-Jährige stand im letzten Playoffspiel gegen Lugano 29 Minuten und 25 Sekunden auf dem Eis. Im Durchschnitt steht er 27 Minuten und 14 Sekunden auf dem Eis und steht somit auch wenig überraschend auf dem obersten Platz der Spieler mit den meisten Eiszeiten in den Playoffs. Auf dem zweiten Platz steht Untersanders Teamkollege Erik Blum, der pro Spiel 25 Minuten und 2 Sekunden spielt. Er wird aber dicht vom Zuger Verteidiger Raphael Diess verfolgt, der pro Spiel 25 Minuten spielt. Wer hat Klaassen die Klasse gestohlen? Das fragt man sich in Lugano schon eine ganze Weile, da der Schwede nicht mehr das zeigt, was er zeigen sollte. Man fragt sich bei ihm, wo die spielerische Leichtigkeit, die Dribblings und die Dominanz hingegangen ist. Der Trainer nimmt ihn in Schutz und sagt, dass er fände, dass er toll spielt und dass man einen Spieler nicht immer nur wegen seinen Punkten bewerten soll. Im zweiten Viertelfinalspiel zwischen Zug und Genf schlug Daniel Vukovic Sven Zentler mit 2 doppelhändigen Stockschlägen einmal auf den Rücken und dann noch auf den Arm. Er wurde von den Unparteiischen gleich unter die Dusche geschickt, aber es gab auch noch nach dem Spiel Diskussionen. Er wurde vom Richter für ein Spiel gesperrt und bekam eine Buße. Daraufhin legte Zug Einspruch ein und verlangte 7 Spielsperren. Der Fall wurde nochmal aufgerollt und die Richter haben entschieden, dass es Spielsperren von 3 bis 5 Spielen geben würde. Ich fahre jetzt weiter mit den NHL News. In der NHL ist es jetzt dann auch soweit. Die Playoffs beginnen in wenigen Wochen. Und darum ist jedes Spiel sehr wichtig für die Teams, die sich noch qualifizieren müssen. Gestern fanden aber nochmals normale Spiele statt. Es spielten 3 Schweizer, einer von ihnen war Roman Josi, der wie immer sehr lange Eiszeit bekommt und ein sehr wichtiger Spieler für die Nashville Predators ist. Der zweite Schweizer war Kevin Fiala, der im gleichen Team wie Josi spielt. Der 20-Jährige glänzte mit seinem Tor. Der dritte Schweizer ist Sven Andrighetto. Ihm tat der Wechsel von Montreal zu Colorado gut. In Montreal war er nur Ergänzungsspieler und jetzt spielt er sogar im Powerplay. Gestern konnte er mit einem Doppelpack zeigen, was in ihm steckt, obwohl das Spiel am Schluss verloren ging.